Grube der Eidgeschworenen nochmal rein. Der erste Boss, der war schon ein bisschen knackiger. Denn was siehst du denn? Doch nichts. Okay, ich dachte schon. Nee, hat schon geguckt, ihr habt. So, jetzt geht wieder los. Siehst du, Süßer? So, und jetzt noch uns. Und noch einmal das Neue. Man muss erstmal wissen, was man nochmal vorher gemacht hat. Wenn man nicht so alt wäre, würde man es nicht vergessen. Auf der Art. Aber wie gesagt, kann ja mal versuchen, die Bosse auch so ein bisschen zu erklären dabei. Oder? Ja, mach. Wenn ich was. Oh, Stufenanstieg vom Gefährten. Oh, er ist wieder besser geworden. Er fällt nicht so schnell um. Juhu. Also, die ersten Trash-Mobs sind wirklich nicht schwierig. Bisschen aufpassen, ein bisschen rumlaufen. Da ist immer so ein. Hier sehen hab so ein Schütze bei. Und der hat immer. Hier, der geht immer nach. Ah, nee, das ist ein Schwertkämpfer ist das. Der Schwertkämpfer, der verfolgt dich. Den musst du eigentlich am ehesten erledigen. Weil ich glaube, die Dinger sind jetzt nicht super schwierig da. Da fand ich sogar den Hort von Maselok ein bisschen schwieriger, aber. Also die Ads da zumindest. Aber es geht. So. Kommt der. Werde ich dann irgendwann auch mal als Highlight rausschneiden hier? Wenn die Leute nur das sehen, dann ist es als Highlight rausgeschnitten. Jetzt kommt der große Bär. Der ist ein bisschen stärker. Jetzt hätte ich den noch nicht direkt angreifen sollen. Sana, du musst dich auch selber heilen, so wie es aussieht. So, haben wir sie? So, wir sind wieder beim Boss vorher, den ich schon geschafft habe, solo. Das war okay. Also mal gucken, was der jetzt genau für eine Mechaniken hat. Auf jeden Fall ist Fokus der Wolf. Tue ich mir mal tappen da vorne, wenn ich ja irgendwie mit Schaden mache, dass ich die meisten Schaden auf den mache. So, rauf da. Ulti setzen. Gibt es ein bisschen was Schaden noch da drauf. Und immer in Bewegung bleiben. Ein bisschen dodgen. Also hier gegenhalten mit doppelter Maustaste. Und dann kommen hier so eine komische Pfeile hinter mir. So ein Pfeilregen. Und aufpassen, wie das ich jetzt hier gemacht habe, in so eine Quatschkacke da reinzulaufen. So, jetzt haben wir hier Geruch. Das bedeutet, der kommt mir hinterher, der Wolf. Totem hat Priorität vor allem. Weil die heilen sich da irgendwie hoch. Jetzt kommt wieder der Regen, oder? Nein, noch nicht. Dodgen. Ach ja, die Feuer. Blocken. Kann auch irgendwie laufen. Man hält es eigentlich aus. So schlimm ist es nicht. Wir gucken. Ja, dann wieder mal. Pam. Azandar hat sich verabschiedet. Und hat er sich schon hingelegt? Ja, hat sich schon hingelegt. Da habe ich schon wieder Geruch auf mir. Immer schön heilen. Also wie gesagt, der Wolf hat Priorität. Da kannst du auch rauslaufen. Ne? Im letzten Moment. Da laufe ich ja raus. Wolf, wie gesagt, Priorität. Da kommt wieder ein Totem, habe ich gerade gesehen. Kurzes Entgleiten gehabt. Schnell wegmachen. Es kommt wieder Feierregen hinterher. Also man muss immer in Bewegung bleiben. Und immer in Bewegung bleiben. Also es ist das Wichtigste überhaupt. Immer in Bewegung. Auch wenn es so ein bisschen ist. Und aufpassen, dass man nicht in die Fallen reinläuft. Das passiert mir meistens. Mal blocken.
das Strahlen ist und natürlich nicht übereinander stehen. So, und wieder Pfeilregen, da kann man schön im Kreis laufen. Versuch mal nicht zu blocken, ach, kannst auch laufen, brauchst du gar nicht blocken, diese eine Stelle. Das auf jeden Fall dodgen. Oh, da hinten. Nicht zu vergessen, das Totem. Ach, jetzt habe ich den falschen. Der soll es sein. Und... bald haben wir den Wolfi und danach kommt der ran, der auch schon einiges an Leben verloren. So nebenbei. Und jetzt ist der dran. Totem. Immer wenn das Totem kommt, bisschen bewegen. Wird auf Millimeter gearbeitet hier. Millimeter. Zitter süßer. Und einfach nur laufen, also braucht man eigentlich nur laufen. Der Strahl geht an dir vorbei, wenn du immer so im Kringel um dir rumläufst. Also wie gesagt, der war wirklich jetzt nicht schwierig. Na bitte. Ja, jetzt geht's wieder runter. Die Kamera ist immer noch auf mich. Ach je. So, jetzt wollen sie bei kommen. Bis hierhin. Hier ist es mir aufgefallen, dass die Kamera auf Conny war. Jetzt gehen ja wirklich noch, oder? Ja. Also was ich gemerkt habe, als ich mit Conny das letzte Mal war, da gibt es Trashgruppen, die sind ein bisschen anders. Da muss man wirklich drauf achten. Oh, ein schwerer Sack. Also da sagt noch nichts. Doch, eigentlich schon. Erst zu spät. Könnt ihr das für euer Handwerk benutzen oder sowas? Hm. Da kommt der Schlürfer. Wieder so eine. Schwertkämpfer hier. Stimmt, die Fässer. Die muss ich ja. Haben wir eine Truhen hier? Ob wir... jetzt habe ich noch keine gefunden. Aber hier ist ein Tagebuch. Also da wollte ich nicht reden. Nee. Aber Asandav Beziehung verbessert. Das Buch hatte ich noch nicht gekannt. Kannst du direkt noch ein Buch lesen? Direkt noch ein Buch? Ja, da kriegst du zweimal Ruf. Einmal für ein normales Buch und einmal für ein neues Buch. Ja, das muss ich erstmal finden, hier so ein Bücherstapel oder Bücherregal. Oh, die werden immer heftiger, die jetzt. Uiuiui. Gibt's nichts? Dann gehen wir mal weiter. Oh, was haben wir hier unten?
Beziehung verbessert mit Asandar. Was hat denn der denn hier? Wahrscheinlich hast du irgendwelche Leute getötet, wo er einverstanden ist. Du bist ja die Asandar-Expertin. Nö, aber ich gehe halt gern mit dem. Hast du den Bastian eigentlich schon voll? Mit dem Ruf? Muss ich auf mein Addon gucken. Blaupause, Theke der Einsamkeit. So, hier ist wieder eine Garderobe, aber wir wollen jetzt nicht Garderoben plündern, wir wollen eigentlich... Dungeon machen. So. Mach doch einfach alles. Nein, so finde ich. Guck mal hier, wie viele Gegner hier schon wieder sind. Oh Gott, hier hast du ja wirklich was zu tun. Ist doch gut für deine Woge. Für meine Woge? Klick-Klack. Schön. Hier weiter. Ach, guck mal. Kannst du noch erinnern? Das ist der Feuerboss. Mhm. Versuche ich mal rauszufinden, was die alle haben. Knackbar. Priorität hat ist der Dicke. Habe ich mitbekommen. Die Fässer dürften. Du musst die Motten, glaube ich, erledigen vorher. Und diese Scheiße natürlich ausweichen. Fast schon tot gewesen. Okay. Oh. Auf 70% haben wir ihn schon mal. Am besten sind doch eigentlich, wenn die ganzen Fässer einmal abgefackelt sind, oder? Ich habe noch nicht rausgefunden. Auf jeden Fall, die Motten müssen sterben, das steht fest. Dann hat schon wieder die Beziehung verbessert. Mann, oh Mann. Muss ich in so eine Dungeon reingehen, dann wird es besser mit dem, oder wie? Oh. Der Koloss. Der levelt sich schnell hoch. Uiuiuiui. Kurz vorm Sterben. Und tot. Ich glaube, da muss ich hier aufhören, oder? Nein, du machst einfach weiter. Einfach weiter, okay. Na gut. So ein bisschen tot hatte ich noch nie aufgehalten. Oder? Ui! Was, ui? Ach, ich bin wieder senkrecht gereist. Wie Itarius so treffend sagt.
Oh. Die hat auch in Bewegung bleiben. Und gehen schön kaputt. Schade. Schon wieder tot umgefallen. Schade, schade. Ich glaube, dann lasse ich es bleiben, oder? Nö. Nö. Aber da ist tot. Yes. Hab nur geblockt. Oh, die Finger, die Finger, die Finger. Puh. Und du wolltest schon lassen. Oi, oi, oi. Die Finger sind wirklich heftig. Oh, jetzt geht's gleich weiter. So ein bisschen knackig ist er schon, muss ich ehrlich sagen. Auf jeden Fall. Knackig ist er schon. Aber mal schauen. Nervnase halt, ne? Oh, eine Schatztruhe habe ich gefunden. Schatztruhe. Sie müssen den Stab der vielen Zahne gestohlen haben. Hört ihr dieses Zischen? Noch mehr. Vielen Dank, Kollege. Eine Truhe hier. Oder hatten wir die andere schon? Die andere hatten wir schon.
Jetzt muss man kurz rausgehen und dann wieder zurückgehen, dann kommen die irgendwie angelaufen. War nämlich gestern auch gewesen, war vorgestern bei Conny. Also bei unserem Stream waren wir davor. Guck an. Keine Schatztruhe. Vielleicht übersehen. Aber Asan da? Mensch, Mensch. Freut sich wirklich hier. Der lang um die Ecke? Ja. Also den Boss davor habe ich nicht so richtig verstanden, aber okay, gut, was willst du machen? Geschafft ist geschafft, oder? Ja. Also an da fallen wir nicht um. Na, ist umgefallen. Jetzt mal das ist noch ein bisschen hin da. Eine Truhe. Hatte ich jetzt hier zwei? Ich bin. Weiß ich jetzt auch nicht. Da kam ich. Da ist eine Sackgasse. Gibt es eine Truhe hier? Jetzt gibt es keine Truhe.
Was denn? Nö, ich habe uns geguckt, wie viel EP der Asandar noch braucht, um ja, Level Up zu werden. So, oh, beim Endboss. Jetzt geht's los. Na? Mal gucken. Wir müssen euch nicht einschüchtern, um euch zu töten. So. Deutschen, das sagt ja schon das Eldon. Eins weiß ich, über dem Feuer darf man nicht stehen. Ah, da sind die kleinen Ads, die müssen auf jeden Fall weg. Oh, jetzt kann ich jetzt ausweichen. Brenne ich hier, wie doll und verrückt. Was macht der jetzt? Oh, jetzt fängt er von innen an. Da ist eins, da habe ich festgestellt gestern, ich soll mich hier hinstellen. Vorgestern meine ich. So. Und der Asandar liegt mitten auf dem Gitterrost. Wenn ich den da wiederbelebe, dann jetzt ist so eine Phase. Jetzt, da war die Phase gewesen, wo ich Conny habe wiederbeleben können. Jetzt kommt aber noch das Ding. Hier hin ist so ein Mob. Wenn ich den antappe, dann geht's richtig ab. Ausweichen. So schnell wie möglich niedermachen. Der macht richtig Dampf. Okay, die schlimmste Phase haben wir schon mal. Labyrinth laufen. Rutschen. Immer in Bewegung bleiben. Was habe ich jetzt? Oh, da sind da ein paar Ads. Eieieiei. Oh yeah. Okay. Raus da. Geschafft ist geschafft. Also, der erste Dungeon ist geschafft. Achso, ich habe ja eh gebunden. Den baue ich mal hier einfach mal auf. Ui. Aber süße? War schon was. Muss ich sagen. Hast du aber geschafft. Jetzt noch den zweiten dann drin. Hier ist einer rauchen. Meinst du? Hier, eh schmelzen. Der wächst da und dann. Ich weiß ja nicht, was der bringt.
Wahrscheinlich auf Hartmut irgendwas oder so. Hartmut. Wieder hat gar nichts mehr. Okay. Auf jeden Fall steht der Schmelzer schon mal da. Jetzt heißt es erstmal nach Warnfeld. Ich hab doch gesagt, du schaffst das.